Anorexia, una malattia in cui le persone non mangiano un po' più nuova per non mangiare. E un tema che viene d'una più presente per i juvenili ed in postute o fans. I motivi per cui ci dà ad una dei più giovani che patiscono la malattia anorexia sono differenti. In postute un motivo viene d'una delle cenomnate d'experts, il squitch della società. Ma ce vuol qua dire precis? La possibilità di scongolare con altri giovani ed altri giovani del contorno viene d'una più leve, per esempio sulle piattaforme come Facebook o Instagram. Le fotografie sono per solito elaborate, qua vuol dire che non corrispondono alla realtà. Ma ci dice già che ci è perfetto, che ci è bello. Per rendere attenti giovani e giovani in cui, per te motivare da stare in per sé stessa e ad accettare che ci sia, ha lanciato proprio in tutte una campagna con questo video. Il presidente della Pro Juventù di Grigion, Hans Jakob Hunger, dichiara perché ci sono insomma inizio l'idea di fare quella campagna. Lanciert haben wir die Kampagne darum, weil es hat immer mehr Probleme gegeben bei den Jugendlichen mit dem Selbstwertgefühl. Das hat man eigentlich aus dem Telefon bei 147 mal erkannt und hat dann auch die Kampagne eigentlich lanciert. Weil es ist immer mehr, dass sich ja eigentlich Jugendlich fühlt, ja, ich bin Selbstwertgefühl gefällt, oder? Ich bin zu dick, ich sehe nicht schön aus. Man ist einfach, ja, man hat überall die Ideale, die schön sind, die dünn sind. Und ja, selber ist man halt vielleicht, ja, ich hätte vielleicht auch ein bisschen Ranzen, oder? ist nicht dem Schönheitsideal, das immer von den Medien vorgegeben wird. Man will eine Kampagne proben, die Judar. Er noch tot, die Judar. Schon ob da in forza ci dà in cün in nos contorn, ci potesse essere in privil da cifur quella malattia e se bunda di scuora con quella persona sur da quai. Hans Jakob Hunger cusaglia mince cas, de reagir svelt. Wenn man das Gefühl hat, dass man mag sich nicht sofort, also mir empfehlen einfach sofort irgendwo Hilfe suchen. Sei das vom Hausarzt, sei das bei einer Beratungsstelle, dass man auf das auch zugeht und kann einwirken. Oder? Weil wenn es einmal wirklich magersüchtig ist, wenn die Polemie fortgeschritten ist, ist es wirklich dann tragisch und also schlimm.